Willkommen zurück zur Henry Stickmin Collection und zu dieser geilen Musik, denn die wechselt irgendwann so zu so einer Gameboy-Musik, zumindest hört sich das für mich so an wie eine Gameboy-Musik. Und heute machen wir Episode 3, Infiltrating the Airship. Das wird sehr interessant, denn das ist der einzige Teil, den ich selber nicht gespielt habe. Ich habe es mir irgendwann mal auf YouTube angeschaut, aber gespielt habe ich es selber noch nie. Und deshalb werde ich diesen Teil am wenigsten kennen von allen. Falls es irgendwas zu bereden gibt, also wenn ich irgendwas vergessen habe zu sagen, weil ich bin ja in den letzten Folgen immer zurückgegangen in den Spielen und habe irgendwas gesagt dazu, weil mir doch irgendwas eingefallen ist, aber falls mir irgendwas einfallen sollte, werde ich es einfach irgendwie in den Kommentaren oder so anpinnen oder so. Denn ich möchte meine Zeit nicht verschwenden und ihr seid auch nicht hier, um mich labern zu hören, sondern um dieses geniale Spiel zu sehen. Und wir fangen an, Infiltrating the Airship. Well, well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make it worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, even stealing the Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how do you want me to bring you in? Okay, jetzt zum kleines Recap, für die es nicht wirklich verstanden haben. Sagen wir so, das Gesetz hat uns erwischt, aber... Und das Government, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es war Government. Ja, Government müsste es sein. Die haben uns erwischt, aber sie lassen uns ein freier Mann sein, wenn wir diese bösen Top-Hat-Leute, festnehmen. Und das ist jetzt unser Job. So, und unser erster Job ist hier, herauszufinden, welche Art von den Dingern uns dorthin bringt. Ich glaube, alles bringt uns dahin und dann haben wir viel verschiedene Endings, oder? Kann man nachschauen, wie viele Endings? Ah, ja, es gibt 4 Endings. Okay, ja, dann glaube ich, ist das hier so. Weiß jetzt nicht, was Earpiece macht. Können auch mit einer Kanonenball, mit einem Cannonball, Kanonenball, lol. Mit dem Cannonball uns wegschießen lassen. Mit einem Grapple Gun. Oder die Sticky Head. Komm, wir machen die Sticky Head. Das ist bestimmt am lustigsten. Alles klar. Und da sind wir auch schon drin. Wir können einmal eine Ball and Chain benutzen. Oder Zero Point Energy. Was ist das denn? Das hört sich interessant. Dann nehmen wir das. Oh, cool. Oh. I don't really know where you were planning to put that. Ja. So, und hier sieht das, im letzten Spiel sah das ja aus wie so eine Blueprint. Und hier sieht das aus wie so ein, ja, wie so ein Security-Gerät, finde ich. Ja gut, das funktioniert also nicht. Dann nehmen wir doch die Ball and Chain. Oh, wir leben! Rank! Lightning Quick Lossenist! Boah, wir haben es so schnell geschafft! Oh. Oder auch nicht. Ey, muss ich gleich mich abschießen? You win! Good job! A winner is you! Juhu! War das schon das Ending? Nee. Nee, ist es nicht. Was gibt's denn hier für Achievements zu sammeln? Okay, hier gibt es 5. Oh Gott, hier gibt's noch viel mehr. Okay, es gibt viele Achievements anscheinend. Alles klar. Okay, nee, hier können wir nichts machen. Das war also das, ich sag mal, Anführungsstrichen Ending. Gut, Sticky Hand ist anscheinend das, was ich genommen habe, ist anscheinend das Einzige, was zu gar keinem guten Ending kommt. Okay, dann nehmen wir doch das Earpiece. Ich glaube, dass das einfach die ganz normale Art ist. Ja, ja, ist es. Okay, das ist ein böser Typ. Wir können mit C4 alles sprengen. Einfach mal anklopfen.
Mit Acid drüber. Oder mit einem Staubsauger. Komm, wir klopfen einfach mal ganz nett an. Jemand zu Hause? Hi. They probably would have let you in if you had Girl Scout Cookies with you. Ja, glaube ich auch. Ja gut. Ja komm, C4! Oh. Hätte ich mir denken können. You know when they blow stuff up and say, take cover? That's why. Ja, normalerweise hätten wir uns eigentlich nicht dort aufhalten sollen. Okay. Das wird zwar sowieso nicht funktionieren. Wahrscheinlich ist es der Staubsauger, oder? Komm, ich nehme Ace, ich will sehen, was passiert. Ich wusste, es wird nicht funktionieren. I can't stand Acid either. Oh, lustig. Okay, Staubsauger! Natürlich funktioniert er. Hey, good job there. Oh, so you should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, the whole point of this operation. Alright, gentlemen. We've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? That's kind of thinking. Okay, wir sollen also Beweise mitnehmen. Oh, Disguise, das sieht cool aus. Wir können uns entweder verkleiden. Können mit ein bisschen Klebstoff pupsen. Oder wir haben einen Trans-Dimensionalizer. Das hört sich doch mega cool an. Ich glaube, ich nehme den Disguise. Ich finde das irgendwie am coolsten. Versuchen wir es. Right, so if we go up to 3 caliber. Hey, you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Oh, congratulations, Heavy. Happy Father's Day. Okay, wir haben uns als jemanden ausgegeben, den wir uns nicht ausgeben hätten sollen, denn der hat irgendwas in einem Hospital, keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht gut. Ja, dann sollten wir uns vielleicht nicht disguisen. Was macht denn der Trans-Dimensionalizer? Visit alternate dimensions with the flick of a switch. It's super easy to use and gives awesome results. You went to the first dimension. It's okay. Just flip the switch up to get back to... Oh, right. Jau, ich glaube nicht, dass uns das irgendwie geholfen hätte. Plus 1, minus 1. Ach so, er hat auf Minus gemacht, weil er ist ja in 2D. Oh Gott. Okay. Versuchen wir den Kleber. Ich glaube, das funktioniert. Door's jammed again. Hast du uns gesehen? Oh, hey, you see that record sign? Where it says record? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Okay. Okay, wie kommen wir rüber? Wir können einmal eine Plattform benutzen. Eine Gravity Bubble. Tails? Oder Charles? Komm, wir nehmen Charles, bester Freund. Alright, here I come. Hey, look, Charles is here! Was hatte er sich dabei gedacht? Okay, wie kommen wir darüber? Plattform wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Gravity Bubble, das hört sich cool an. Yeah, I have this thing here that can manipulate gravity. Should be able to get you to float across. Let me just... wait. Did it work? So wait, does up increase gravity or does it lift you up in the air? Ja gut, wenn man nicht weiß, ob oben nach unten geht und unten nach oben oder andersrum, ja, das kann ich schon verstehen. Okay, versuch mal Tails. Alright, here comes.
Yay! Something that kind of let open the door. Yeah, let me take care of this. Okay, wie werden wir ihn los? Wir können seine Knochen zerschmelzen. Wir können sein Gehirn steuern lassen. Eine Gatling Gun. Hört sich an wie von Heavy in Team Fortress, wenn das spinnt. Oder Remote Access. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Versuchen wir mal Mind Control. Wow, this guy really is a moron. Can't believe he does not open a door. Whoops. Controlling another person is harder than it looks. Okay. Okay. Dann, ich weiß halt nicht, was die beiden machen sollen, deshalb. Komm, das sieht lustig aus. Versuchen wir mal, seine Knochen zu schmelzen. Der tut mir ja schon fast leid. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Oh, aha. Was? Ninja Shot! Oops, you missed! How could you miss? He was 3 feet in front of you! Oh man, I remember this. Okay, was haben wir? About this, or we'd be in a lot of trouble. Spook, Falcon Kick, Falcon Kick! I think you put too much energy into that time. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Okay, Spook! Oh, hello Mr. Spider. Alright, you got some evidence. Oh, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys, and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Okay, was können wir machen? Shut off the power? Recruit? Nee, reroute the power. I don't need your help, oder make an animal noise. Meh. Okay. I don't understand what that means. Meh. Okay. I don't understand what that means. Meh. Okay, sorry, okay. Ich muss es machen. I don't understand what that means. Okay, jetzt mal ehrlich, was machen wir? Shut off the power, reroute the power, or I don't need your help. Reroute? Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll get you on the chopper. Tank in the box? Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation down in the cargo bay. Okay. Wir müssen hier raus. Doch wie? Mit einer Flashbang? Schlafgas? Die Bananenbombe? Oder eine Force Gun? Wirf den Bananenbomben! Das macht keinen Sinn. Wirf die Bananenbombe! Dun 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 dun, ooh, banana! Dun 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 dun! Oh, banana! Donkey Kong 64! Yes! Is it edible? Oh, banana! Oh, banana! Sorry, das musste ich machen. Okay. Wenn die Bananenbombe nichts bringt, dann wird die Flashbang wohl auch nichts bringen. Versuchen wir das Schlafgas. Oh. Ja gut. You snooze, you lose. Or I guess in this case you don't snooze, you lose. Alles klar, dann benutzen wir die Force Gun. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. Oh, cool. What's going? Oh, like a boss. This could be a problem.
rank! Government supported private investigations. Das war eins der vier Endings. Alles klar. Ja, das war doch mal interessant, oder? Ups, ich wollte nicht. Ups, Map. Ah, wir sind eh schon hier. Okay, was haben wir verpasst? Hier haben wir was nicht. Ach, Plattform. Okay, let me just teleport this thing in here for you. Targeting system must be a little off. Ja, sieht wohl so aus. Was können wir hier machen? Oh, Gatling Gun. Alright, get to bring out the big guns. Hey, should be good to go now. Wow, he didn't even hit the door. Wow. Remote access! Alright, hacked into their security system. Should be able to open the door from here. Whoops, wrong subroutine. Ja gut, hier nichts machen. Oh, man. Ich wollte hier gar nicht den Ninja-Stern werfen, ich wollte irgendwas drücken. Oh man, that duck just flew right into the propeller. Oh, what a mess. This isn't a good time, Charles. But still, that sounds crazy. hier war alles richtig gemacht. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Ich möchte gerne ein Animal noch. Okay, nein, das war's. Shut down the power. Ich hab's gewusst, ich wollte es nur nicht sagen, ich hab's gewusst. Let's hope the landing gear still has power. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Okay, ich brauch deine Hilfe nicht! I'm sorry, I just thought you needed some help, is all. Aua. Good hustle. Ja. Das passiert, wenn man böse zu Charles ist, ne? Okay, Flashbang! Half-Life Soundeffekte. Ah! Wow, that was bright. Uff. Alles klar. Dann haben wir die Cannonball und die Grapple Gun. Welche nehmen wir? Nehmen wir die Cannonball. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. Oh yeah! Go, I'll hold him off! Come on in! Okay, Laser? Ein Stuhl? Oder ein Thruster? Was sollen wir nehmen? Wozu ein Stuhl? Na nee, gut, Laser stelle ich mir zu übertrieben vor. Ich weiß es nicht. Nehmen wir alles nach der Reihe, Laser. Wow. Newton's third law. One force is actually two forces and they are the same, but they're also different. Yeah, something like that. Alles klar. Der Stuhl. Wow. No, I'm serious. Okay. Forget them event, oder? Oder? Eject! Oh, so geklappt! Oh, noch mehr. Okay. Hurry up now, activate the doors. Er schließt die Türen! Was machen wir? Metal Fist! Aua. I think it would have been cooler if you turned into a rhino. Ja. Okay. Hurry up now, activate the doors. Oh. Warp! Some are not mentally prepared enough for alternate dimensions. Oh, ja gut, das kann ich verstehen. Sah aus wie so ein Legostein. Deshalb wollte ich das nehmen. Hurry up now, activate the doors.
Hier sieht man es gleich nochmal. Hier so ein bisschen. Beans! Oh, der Super Furz! Haha. Wow, was ist das denn eigentlich? Okay, was haben wir? Wir können Metall bändigen, Rocket jumpen oder die Robopants. Komm, wir machen Rocket Jump, so wie in Team Fortress. Das hat wirklich funktioniert. Oh oh. Dirk oder Yo-Yo? Was sollen wir nehmen? Ein Dirk oder ein Yo-Yo? Yo-Yo! Lol, Earthbound! The Right Hand Man attacked! Okay, wir können bashen, Psy, Goods oder Defend? Komm, wir nehmen Psy. Psy Flash! Scharfes S. Could not stop crying. Fire the gun. Oh. I'd be crying if you flashed me too. Ach so, jetzt check ich's erst. LOL. Was passiert bei Dirk? Final Fantasy. LOL, Pokémon Sounds. Fight, Blitz, Tools oder Magic? Komm, Blitz. Chain Gun, oh oh. Nein. So ein Hit. I thought for sure that would have done it. Schade. Versuchen wir das Yo-Yo nochmal. Good. Multi-Bottle Rocket. Yes! You won. Level up. Oh my goodness! Bound to the earth. Okay, wie kommen wir da runter? Mit einem Glider? Den Jet Boots? Oder Beef Up? Wie versuchen wir die Jet Boots? What? Jet Boots Production Notes. Find Glider Material to construct Boots out of. Aha, also sie sind zu schwer. Ja gut, die sehen auch so schwer, schon so schwer aus. Beef up. Ich will mal gucken, was das hier macht, weil das hört sich interessant an. Wow. Oh. Beef up. See results in up to 8 seconds. Ja, das habe ich gesehen. Autsch. Dann der Glider? Help, help. You've defeated my right hand man. I surrender the airship to you. Alles klar. Wir können jetzt entweder unsere Mission vollenden oder wir sind der neue Leader von diesem Airship. Also das Airship gehört halt uns dann entweder, wenn wir hier was nehmen. Oder wir machen unsere Mission und machen hier irgendwas. Ganz ehrlich, ich bin kein Verräter, deshalb nehmen wir hier was. Und ich denke nicht, dass Parachute gut genug ist. Nimm mal den Tank. Gut, der Tank wird wahrscheinlich auch nicht gut genug sein. Ich meine, wie soll uns ein Tank helfen? Aber komm, sieht cool aus. Und das erinnert mich ein bisschen an das Newgrounds-Logo. Deshalb will ich den Tank nehmen. Yay, wir haben überlebt. This document is to certify that Henry Stickmin had been pardoned for our crimes. Alles klar.
Wir sind freier Mann! Rank! Relentless Bounty Hunter! Wir haben unsere Mission vollendet. Okay, das sollte ich mir vielleicht von anderen Spiel aufsparen, den Satz. Aber yeah, wir haben es geschafft! Aber es gibt noch hier sehr viele Fails, die wir uns noch anschauen wollen. Deshalb gucken wir mal, was der Thruster macht. Was ist Mario 64? Sorry. You know, I really expected you to go faster with those Thrusters. Ja gut. Okay, was können wir hier machen? Boost! Oh. Gotta go fast! Oh, by the way, there's a ramp to the door. Okay, was war das letzte? Spikes! I see you went with a defensive move. Good choice. Alles klar, machen wir mal nichts. Na gut. What? That thing was colossal. Das Ding bewegt sich, kann man das anklicken? Ah, lol. Das ist ein Mund, ne? Lol. Okay. Hier nichts machen. Wenn wir wahrscheinlich einfach nur zerquetscht, oder? Ja. Okay, nochmal Quicktime-Events. How's the head, by the way? was haben wir hier noch gemacht? Achso, stimmt. Metallbändige oder Robo-Pants, komm. Wir nehmen die Robo-Pants. Au. You forgot to wear the harness, didn't you? Oops. Metal-Band. You're a bender, Harry. Gandalf. Oh, geil. Kann man das anklicken? Nee, okay. Und ich hab 6 Sachen. Gucken wir mal, was es hier noch so gab bei Dirk. Magic. Reflect. Fire. Oh, nice. Oh, er reflected das. Oh, 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 nein! Gee, that backfired! 10 out of 10 jokes here, folks. Ich merk's. Das ist aber echt geil gemacht hier. Okay, wir haben noch Tools und Fight. Fight? Oh, Bomben! Out of all those options, you chose fight? How boring. Okay, actually hat er da recht. Sollte ich Tools nehmen? Ja, anscheinend ist Tools richtig. Tools. Chainsaw! Lol. Yeah! Last Reverie should have kept you low-keyed up. Irgendwie so. Cool. Alles klar. Aber noch sind wir nicht fertig. Yo, yo! Defend! Aua. Ich mag diesen Hintergrund, der sieht echt sehr nice aus. The best offense is a good defense. Somebody unsuccessful. Oh, okay. Wenn du das so meinst, dann bashen wir dich jetzt einfach mal kaputt. Bash. Massive Shockwave. Aua. My peepee. No. What did you expect? Hitting him with a JoJo will do. JoJo, hab ich gerade JoJo gesagt. What did you expect? Hitting him with a JoJo will do. Ja, gut, das da macht dann auch wieder Sinn, ne?
Hier können wir noch betrayen. Aber was macht Parachute? Butterfingers. Okay. Sagen wir, wir wollen das Airship. Nehmen wir dann die Dummies? Oder Missile? Ich kann mir bei beiden gar nichts vorstellen, aber nehmen wir mal das obere. Dummies. Ach, wie tricksen die aus? You think they're alright? Pretty big fall. I'm sure Henry had a plan. What is it? Henry! Oh yeah! Rapidly promoted executive! Wir sind der neue Chef dieses Raumschiffs. Raumschiffs. Dieses Luftschiffs. Luftschiff. Nicht Raumschiff. Oh. Da können wir TF2 spielen. Habt ihr es gesehen? Da war TF2. Episch. Alles klar. Missile. Au. On second thought, that might not have been such a good idea. Ja gut. Okay. Wir haben alles ausprobiert, bis auf die Grapple Gun. Out. Okay, wir können einen Joy Buzzer benutzen. Expanding Foam? Wir können auch einfach nur warten. Oder wir benutzen die Bombe. Komm, wir warten einfach mal. Ja, das hat funktioniert. Oh, er klopft an. Warte, das hat funktioniert? Warte, ich will nochmal zurückgehen. Das hat funktioniert? Okay, dann, nehmen wir den Joy Buzzer. Ich will die anderen Sachen sehen. Oh. Ups. Falscher Knopf. Remind me to never shake your hand. Ja. Expanding Foam. I think it said do not shake well. Okay. Ups. Bombe. Ah, Bombe, my friends. Nein, falsche Richtung! Should have used the remote bombs. Oh ja. Alles klar, was können wir hier machen? Wir können ins Vent? Zum Elevator? Hier ist ein Schlüssel. Key get. Okay, gibt's noch mehr Secrets hier? Computer. Dann nehmen wir mal den Computer. Oh, Secret Files. Oh, Evidence. Oh, CAV5! Oder CIF5. Stickholm. Oh. Oh. Hi. Just one more turn? Ups. Dann. Also, Schlüssel ist für immer, oder? Dann Elevator? Oh, das war kein Elevator. Goodness one, that was an Elevator. Okay, dann Vent. Ein großer roter Diamant. Jetzt sind wir bei Records, aber wollen zu Vault und Cells. Alles klar, wir können einmal einfach springen. Teleporter. Magic Pencil oder die Stretchy Stretch Arms. Komm, wir nehmen die Stretch Arms. Nein! Falsch gezielt. That really grinds my gears. Ruffle. Alles klar, dann den magischen Stift von SpongeBob. Was hast du da gezeichnet? Okay. Oh! Aua! Why did you draw a Nutshot Crawler? Sowas gibt's!
Komm, Teleporter, einfach aus dem Gag. Guck mich schon so an. Es tut mir leid. Hab ich auch gesagt. Well, I better get going. Have fun here by yourself. Oh, ganz allein. Allein. Hör schon über SpongeBob reden. Dann springen wir einfach. Lame. Hey, think you could let me out of here? Oh, thank you. Wir haben ihn gerettet! Okay. Wizard Magic. Hack. Paperizer. Oder die Power Glove. You look like an idiot. Exactly. Dann hacken wir es einfach. What are you doing? That's quite shocking. I'm glad I'm not in your current situation. I bet you can't wait to go on. Was? Lalalala, Raffel LMAO. Ich habe einfach nur meine Maus rüber gehalten. Okay. Gut, ich weiß schon vom Trailer, dass Wizard Magic nicht funktionieren wird, deshalb Paper Riser wird wohl funktionieren. Sieht so geil aus. Lol. Können wir uns mal ganz kurz den Hintergrund anschauen? Was haben wir hier? Final Destination? Irgendeine große Katze. Das Scout-Meme. Weiß gar nicht, wie der heißt. Hier Animal Crossing. Hier sind ein paar Knarren. Irgendein Item. Weiß nicht, was das ist. Hier eine Münze von Mario. Hier auch ein paar Hüte. Also falls ihr die anderen Anspielungen, die ich nicht erkenne, seht oder versteht, dann schreibt es mir auch gerne in den Kommentaren rein. Was können wir benutzen? Wir können eine Claw Pack benutzen, einen Gravity Manipulator oder einen Shrink and Grow. Aber wir wissen, wie gut sowas funktioniert, nehmen wir was anderes. Claw Pack. Hey, Kazooie! Take care of your bird! Claw. Wow. Shrink and Grow, das hört sich cool an. Nice. Uh-oh. Hey, Yeti, stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm. In the vault? What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Call in reinforcements and move in. Uh-oh. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to... Okay, was können wir nutzen? Eine Shell? Eine Rüstung? Propane Tank? Oder ein Umbrella? Ich weiß halt wirklich nicht, was das ist. Also wir brauchen eigentlich die Shell. Wie kann die denn falsch? Well, what exactly was your plan there? Keine Ahnung. Ich wollte es einfach mal benutzen. Dann die Umbrella! Yay! Ouch. Maybe a spoonful of sugar will make you feel better. Yeah, lecker. Dann. Wie soll uns die Rüstung hier helfen? Propane Tank? Wow. Hank Hillcroat. Tell ya. What? Okay. Dann die Rüstung? Oh, epische Musik! Naruto, run!
front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go. Evacuate everyone. I can take care of this. Oh! L-Cut Mac 1? Depp! Prototype oder irgendwas Zerstrichenes? Was wollen wir benutzen? Ich habe absolut keine Ahnung. Nehmen wir einfach alles nach der Reihe. We'll take our problems and push them somewhere else. Wieso nehmen wir nicht Bikini Bottom und schieben es woanders hin? Dann die EB. Dark Energy Bomb. Oh oh. Oh nein, das kann nicht gut werden. Okay, bye. Oh, so sad. Einfach gar nichts. Einfach gar nichts. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Danke, Spiel. Oh Mann. Dann das hier. Gaben. Error. Recovery. Kommt jetzt der große, allmächtige Gaben. Oh oh. Aufgehangen. Error. Stack Overflow. System IO file. Not found exception. Could not find file. C Doppelpunkt. Umgekehrt. Program files. Umgekehrt. Half-Life 3. Gaben.dll. Dump cage. Cool. Vor allem Half-Life 3. Ja, kein Wunder, dass das nicht gefunden wurde. Okay, Prototype. Forget about it. We've got to retreat, or else the Topic Clan will be history. Was? Yeah! What is Ken? Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Yeah! Rank! Pure-blooded Thief! Oh yeah, einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Oh yeah! Alle Endings, aber zwei Fails gibt es noch. Was haben wir verpasst? Hier haben wir was verpasst. Ah, Wizard Magic natürlich. Roll the one. Und hier haben wir noch was. Also, Gravity Manipulator. Ja gut, ne? Frequent Failure. I think you pulled the wrong trigger. That one launches. Okay. Damit haben wir... Warte, ich gehe nochmal kurz zurück ins Menü. Damit haben wir Infiltrating the Airship komplett durchgespielt. Aber uns fehlen noch 6 Achievements und alle Bios. Das wird ein bisschen dauern. In der nächsten Folge wird es dann übrigens Fliegende Complex geben. Das letzte Spiel. Und dann gibt es das komplett neue, was mega lang dauern will. Und ja, wir werden jetzt schauen, wie wir die restlichen Achievements bekommen. Okay, Big Old Swords. Weiß nicht, wo das ist. Wahrscheinlich einfach irgendwo ein Schwert anklicken. Buttery Snack, yum yum. Okay, wahrscheinlich ist irgendwo einer. Vielleicht bei dem Meeting oder so. Famous Movie Line, not that famous. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, die werde ich alle nachgucken müssen. Dann haben wir hier noch Brag. Okay. Aber wahrscheinlich einfach nur die Sonne anklicken, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Weil das sieht ja aus wie die Sonne. Und hier B.E. Oder ist das der Scout da vorne? Nein, das ist der Scout. Okay, ich werde mir die Achievements mal anschauen, wie man die bekommt.
Und, ja, dann sammeln wir erstmal die BIOS, oder? Ja, sammeln wir erstmal die BIOS. So, if we go up to 3 caliber. Oh, man. Oh Gott, wir haben hier diesmal 3 Seiten. Oh, das wird ein bisschen dauern. Fangen wir schon mal an mit Henry. Henry Stickmin, captured by the government, he's been given the chance to clear his name by taking down the notorious Tophead Clan. You've been quite elusive. We've been having some issues with a group of thieves known as the Tophead Clan. Charlie here will be bringing... Fine. Fine. I've been looking at the numbers. Help, help! Good work, Henry. Now just get him to us. I'll get you to that bank. Hey, you. Stop right there. What's going on? Chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go. Evacuate everyone. I can take care of this. Ich habe jetzt alle außer ihn. Und ich weiß wirklich nicht, wo der ist. Ich weiß, dass der irgendwo bei diesem Event ist mit dem Armorer dann. Und dann fällt er halt runter. Und dann sieht man halt, wie sie sich bekämpfen. Irgendwo da wird der 100 Pro sein. Ich weiß nur nicht wo. So, Freunde, ich hab jetzt nachgeschaut, wo er denn sich befindet. Und ich weiß jetzt, wo er sich befindet. Ich dachte die ganze Zeit, er ist irgendwo in der Ecke. Aber er ist derjenige, der von den Tophead zu den Gegnern hinrennt. Ich habe jetzt extra nochmal meine Aufnahme gestoppt und nachgeschaut in Slow Motion. So, wir warten jetzt hier. Jetzt guckt er erstmal nach rechts. Das ist uninteressant, da haben wir schon alles. Und jetzt guckt er nach links. Und jetzt kommt er angerannt. Der. Yes! Membership! Ich musste das jetzt wirklich in meiner Datei, in meiner Videodatei erstmal nachschauen, wo der da ist. Und da war es so einfach. Egal, wir haben alle BIOS und ja, die werden wir uns dann am Ende durchlesen, wie immer, ihr kennt das ja. Am Ende werden wir uns die alle durchlesen und jetzt suche ich erstmal die Achievements. Denn wie wir sehen können, haben wir hier noch 2 Seiten, bei 2 Seiten haben wir noch Sachen, die wir noch nicht haben. Hier so 3 Achievements hier. Und hier 2 Achievements. Ich werde online nachschauen gehen, wo ich die finde, denn ich habe jetzt keine Lust zu suchen, nachdem ich nach dem Typen lange suchen musste. Also sehen wir gleich, sehen wir es gleich wieder. Ach du heilige Scheiße. Okay. Wow, das wird ein bisschen kompliziert. Okay, um Big Ol' Sword zu bekommen, das ist, glaube vielleicht sogar das Schwerste. Was ihr dafür machen müsst, ist, ihr fangt mit dem hier an. Ihr kommt hier zu diesem Raum. Nehmt euch den Schlüssel hier, der hier rauf liegt. So, und dann macht ihr weiter. Hier macht ihr dann einfach lieb. So, bla bla. Und dann rettet ihr den Typen hier. Den hier, der sollte gerettet sein. Den Rest könnt ihr nur retten, wenn ihr den Schlüssel habt. Nachdem ihr ihn gerettet habt, geht ihr halt nun ins Vault und dann ist das der gleiche, der hier oben rechts runterfällt. Hier, der fällt da unter. Und hier hinterlässt er einen Flash Drive. Okay, soweit so gut. Wir haben jetzt einen Flash Drive. So, was wir jetzt machen, ist ganz normal weiterspielen. Ich spule das vor. Thank you.
So, und nun hier bei dieser Cutscene. Die Cutscene sollte jetzt ein bisschen anders sein. Okay, genau, perfekt. Jetzt haben wir hier eine Flash Drive. Carl, this code is important, but I'm not sure what it's for. 1, 2, 1, 4. Okay, das Ganze muss man eigentlich nicht unbedingt machen. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das aktiviert wird, wenn man den Code nicht hier zu Gesicht bekommt. Aber das ist auf jeden Fall der Code 1214. Das ist hier cool gemacht. Hier wird es wum wum. SecretDoc.txt. So, und mehr ist das halt nicht. Okay. Was wir nun machen, ist, wir gehen zurück zu diesem Ort. Das heißt, wir machen hier Vacuum. Ja. So, nun hier drin klicken wir auf das Pad und geben das Passwort ein. Was war das nochmal? Genau, okay. Dann hört ihr diesen Zelda-Sound und da öffnet sich etwas. Wir müssen nämlich zu dieser Linie jetzt hin. Ab hier weitermachen, okay? Und jetzt eject. Big old sword, legend says the top heads have it. Und so kriegt ihr dieses Achievement. Wow, das ist echt kompliziert. Also das hätte ich nicht alleine herausgefunden. Das ist bestimmt bisher das schwerste Achievement, oder? Wir haben jetzt noch die beiden und die beiden. Die werde ich jetzt auch mal eben nachschauen gehen. Okay, das ist eigentlich actually richtig einfach. Einfach auf Parachute gehen. Und dann einfach hier draufklicken. Buttery Snack! No, yum yum! Yeah. Ja gut, ne? Oh mein Gott, Leute. Das nächste Achievement werde ich richtig geil finden. Erstmal machen wir das Ending, wo wir der neue Chef werden von diesem Airship. You think they're alright? Pretty big fall. I'm sure Henry had a plan. Henry! So. Und jetzt müssen wir auf dem Bildschirm auf TF2 klicken. Und ich habe es vorhin noch angesprochen, dass man das sehen kann. Da muss man sogar draufklicken für den Achievement. Und ja, es ist der Scout. Episch! So, ein weiteres gibt es, wenn wir den Tank benutzen. Das ist eigentlich auch sehr offensichtlich. Also das hätte ich bestimmt auch noch gefunden, dieses Achievement. So, wird jetzt festgenommen. Wir kriegen unsere Bescheinigung. 2013, alles klar. Sicher ist jetzt. So, und jetzt müssen wir bei diesem Achievement, bei diesem Rank, das Achievement kommt jetzt, müssen wir hier auf die Sonne klicken, die hier oben erscheinen wird. Hier irgendwo. Da. I'm a fire in my laser. Oh, braucht da jemand einen Hustenbonbon? Und damit fehlt uns nur noch ein Achievement. Und das werde ich jetzt auch nochmal kurz nachschauen gehen. Okay, Leute, das letzte Achievement ist sehr seltsam. Hier, an diesem Ort, müssen wir den Ninja-Stern werfen. Also wir müssen failen mit dem Ding hier. Zack. Und jetzt, was wir machen müssen, ich weiß nicht, wie man drauf kommt. Wir müssen M U L A und N eingeben. Mulan. Famous movie line. Not that famous. Ich weiß nicht, was für eine Anspielung das ist. Ich verstehe es nämlich nicht. Aber wenn ihr es versteht, dann könnt ihr mir bitte gerne in die Kommentare schreiben. Und das müsste es dann gewesen sein. Wir haben das ganze Spiel durch. Doch, ich habe euch ja noch gesagt, dass wir die Bios alle durchlesen. Und genau das werden wir jetzt tun.
So, Henry haben wir schon. Captain Galeforce, the man in charge of the undercover Toppet Raid. It was his idea to recruit Henry. Charles Colvin, oh, Lieblingscharakter auf jeden Fall. A veteran helicopter pilot for the government. He is one of the youngest and most experienced pilots. Okay. Rupert Pry, warte, wir hatten einen Rupert irgendwo. Hier ist Rupert. Er ist das. Und er arbeitet nun hier. He's moved up through the ranks quickly. He felt he could do more in the military than he was as a policeman. Reginald Copperbottom, the current leader of the Top Hat Clan. He wears the head of the previously dethroned leader. Lol. Und hier, geiles Bild von ihm. Right Hand Man. He's the Top Hat Chief's right hand. Nobody knows his true name. Geoffrey Plump. His abnormally large head makes it difficult for him to see. Sledge Mac Rush. He can swing a sledgehammer faster than most people swing a blade. Hans Spearman. A bit of a loose cannon. He's known for stabbing wildly with great range. Hedgeman. Nicknamed as such because he watches the hedge like a doorman but for hedges. Slice. Took a blade to the face during an encounter. Now he prefers to stay behind the scenes. Ach stimmt, jetzt sehe ich es auch erst. Der hat hier so einen Strich. Ja. Winston Davis! Ihr wisst schon, wer das ist. Lost his truck driving job due to multiple investigations after a stowaway was found inside the bank. Ach, der Arme. Jetzt arbeitet der hier. Oder wie ist das? Ja, der sitzt hier. Moment. Ist der etwa bei den Bösen jetzt? What? Magnus Eriksson, an eager new member looking to move up in the ranks. Floyd Winters, he picked out the most stylish hat he could find when he joined. Dreams of opening a worm farm one day. Dupert Daniels, he's been hooked on the hot new mobile game called Between Us Two. Ah, der zockt die ganze Zeit am Handy. Während eines Gesprächs. Douglas Merle, he's not a big fan of being airborne. He is looking to transfer to a different division. Wilhelm Krieghaus, he's pretty sharp when it comes to technology. The airship's doors are just notoriously finicky. Handsome Harold, he considers himself the face of the Top Hats. With 18 cha, he is good at talking his way out of a bad situation. Alcohol. Alcohol. A novice photographer, he took up one of the rooms on the airship to develop his photos to perfection. Oh, wir haben seine Fotos kaputt gemacht. Sorry. Matthew Norbert, he joined the Top Hats because he couldn't really think of anything better to do. Fair enough. Benjamin Bursaeus. Loves playing single-player, linear, story-heavy video games. Ah ja, dankeschön für die geile Info. Thomas Chestershire. He wears two monocles for twice the class. Oldman. He's actually not that old, but the gray hair caused everyone to give him the nickname. Oof. Herb Stokes. A master crane operator. He's invented four tricks you can only do with a crane. Ooh, krass. Cool Katie! She gave herself the title Cool Katie. Will it stick? Two-Ton Tony! He switched from the Mafia to the Top Hat Clan. They had more flexible hours and more stylish gear. Koopa Joe! He volunteered for the tech support job so that he could be alone and mess around on a computer. Terrence Swab! The previous leader of the Top Hat Clan. He was overthrown because of his reckless nature and poor leadership. Sir Wilford, der Vierte. Fourth of his name. One of the strongest leaders in Top Hat Clan history. Billy G. He was quite a romantic despite multiple claims that he's not my lover. TRNK, a failed experiment in resurrecting a long dead leader. Didn't last long before he turned on everyone. Der Arme. Judge Finks,
He's secretly been considering leaving the Toppet clan. Oha. Manuel Friend. He was so eager to finally fly on the airship. It was his dream ever since he joined the Toppet clan. Oh, the arme. Harry Butts. He'll never admit it, but he joined the Toppet clan to get back at everyone that made fun of his name growing up. Oh. Rounder Pounder. Round gone pound ya, his catchphrase. Rounder gone pound ya, ah ja. So, der Schwierige, Mr. Blank. Oder Blanc, keine Ahnung. Was on track for a doctorate, but ran into financial troubles. He joined the Toppet clan in hopes of funding himself again. Mac Damper. He follows orders. All his money goes into his flower shop back home. Flex. Oder Flex Hamley. A meathead. Unleash him and he's like a mad dog. Oh Gott. Ey, manche Sachen sind echt schwer zu lesen. Tut mir leid dafür. Nato Kage. He learned the secret technique to running way faster. Plus, it makes it harder to get hit by bullets. Yeah, Naruto. Bob Hoss. Oh, das erinnert mich aber an Bob Ross. This is his first mission outside of training. He's really worried he won't do a good job. Oh, der Arme. Joe Hunter. He was hoping to see some action in the top head mission. Good thing Henry failed then. Ryu! Ja, das ist ja eine Anspielung an Ryu. He joined the Top Head Clan in hopes of traveling the world to find the strongest fighters. Und dann haben wir Ken! He was betrayed by his friend who left the academy to join the Top Head Clan. He hopes to bring him back. Samuel Mundy, schon wieder? Von Steven Diamond. He was contracted out in case a large battle with the Top Heads broke out. Und dann a spy! Jackie Ledge, a sneaky devil. He tries to disguise himself as members of the enemy ranks, though his top hat never disappears. Mr. Brimley wears his head super low, which makes it a bit difficult to see, honestly. Sammy, sorry. He refuses to ever apologize for anything on principle. But that number is not okay. Nate Box, he was called into action before he passed his clone quarters combat training. Der Arme. Quick Draw, one of the fastest shooters in the Top Head clan. His accuracy is not so good though. Well. Goo Guy, one awkward conversation about goo on your first day and that's all you're known for? Armer Typ. Wilson Stone, the director of this branch of the CCC. His employees agree he is one of the best CCC directors. Larry Gordon, for someone who works at the Center for Chaos Containment, he doesn't take the news of chaos very well. Abigail Stone, wife of Wilson Stone. His time away can be tough, but they have weathered many years together. Timmy Stone, son of Wilson and Abigail Stone. He loves spending time with his dad when he comes back from work. Matt Steele, creator of the mobile suit prototype, along with his brother. He sketched up the schematics and did the math. Kurt Steele, creator of the mobile suit prototype, along with... Was ist das gleiche? Along with his brother, he constructed and engineered the suits. Okay, das Ende ist halt ein bisschen anders. Mod DK Booker. Cool suits, can I try? Und Dave Pampa, ihr wisst schon, da, der hier, der war, ich glaube, der war hier auch irgendwo. Ja, hier, der neue. Dave Pampa wurde gefangen genommen aus irgendeinem Grund. For one reason or another, he's been captured by the Top Head Clan and now sits in the brig. Oha, die haben ihn einfach gefangen genommen, warum? Voll gemein, oder? Und Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Wertung freuen. Und in der nächsten Folge könnt ihr dann Fliegen the Complex erwarten. Das Spiel, was die meisten wahrscheinlich kennen von euch. Haut rein und ciao, Leute!